Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Die My Little Box ist bei mir angekommen und sie kommt hier in so einem braunen Karton an. Und ich habe sie auch schon mal aufgemacht, denn sie hat diesmal keine Box, sondern hier so eine Papierhülle. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal rein, was sich unter dem Papier verbirgt. Steht übrigens drauf, das wird dein Jahr. So sieht es dann aus, wenn man das aufklappt einmal. Und wir haben hier einmal so ein Heftchen mit so verschiedenen Jahreszeiten. Echt cool. Und hier gibt es noch irgendeine Anleitung. Dann haben wir hier dieses Teilchen hier. Das ist eine Tasche. Oh. Bei mir ist das hier leider nicht richtig vernäht worden. Finde ich ein bisschen schade, weil das geht hier auf jeden Fall kaputt. Ja, auf jeden Fall ist das hier eine schöne große blaue Tasche. Ich glaube, in die kriegt man echt viel rein. Ist so ein Teilchen. Wir haben hier auch einen Reißverschluss. Also man kann die Tasche auch gut zumachen. Ja, es sieht dann so aus. Ja, kann man zum Einkaufen, glaube ich, ganz gut hernehmen. Da passt ordentlich was rein und ja, gefällt mir schon mal. Haben wir hier noch so etwas drinne? Immer ein Ass im Ärmel. Ah, hier ist die Tasche auch nochmal mit anderen Bändern abgebildet. Genau, und ich denke mal, das werden genau diese Bänder hier sein. Ja. Das sind nochmal hier so zwei Bänder für die Tasche, dass man die praktisch wechseln kann. Die gefallen mir fast sogar noch ein bisschen besser als die gelben Bänder. Als nächstes haben wir hier eine CeraVe feuchtigkeitsspendende Reinigungslotion für normale bis trockene Haut. Passt für mich natürlich optimal, weil ich habe trockene Haut. Und steht ja auch was in Deutsch drauf. Reinigt und spendet Feuchtigkeit, ohne die Hautschutzbarriere von Gesicht und Körper anzugreifen. Mit drei essentiellen Ceramiden und Hyaluronsäure. Anwendung: Reinigungslotion in die Handfläche geben, auf die angefeuchtete Haut auftragen und sanft einmassieren, abspülen. Für Erwachsene und Kinder geeignet. Augenkonturen aussparen. Bei Kontakt mit Augen diese gründlich auswaschen. Seifenfrei, parfümfrei, Verträglichkeit bestätigt. Ja, das ist dieses Teilchen hier. Als nächstes haben wir hier von My Little Box etwas, und zwar, was ist das denn? Mousse Blur. Wenn erst einmal die Basis stimmt, gibt es keinen Grund, sich um den Rest deines Looks den Kopf zu zerbrechen. Mit diesem Mousse, das zu 97% aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht und dazu auch noch frei von Silikonen ist, lösen sich lästige Hautprobleme in Luft auf. Eine haselnussgroße Klacks genügt, um Unreinheiten, große Poren und Fältchen zu kaschieren. Dieses luftige Mousse mit Wasserlilienextrakt schützt, spendet Feuchtigkeit und reinigt die Haut. Trage einen Klacks von dem Mousse morgens als Tagespflege oder Basis für dein Make-up-Foundation auf. Tschüss, Unreinheiten, hallo, Pfirsichteilen. Ja, das ist dieses Teilchen hier. Schauen wir doch gleich mal rein. Ich gebe mir jetzt einfach hier mal sowas auf den Handrücken. Und es ist so leicht roséfarben, hat einen leichten Schimmer drin. So sieht das hier aus. Und jetzt verreiben wir das Ganze mal. Es ist wirklich sehr, sehr mussig.
Also wenn ich jetzt meine Handrücken hier vergleiche, ich glaube, ihr könnt es leider nicht sehen. Das zieht auch schnell ein in die Haut. Man hat schon so ein bisschen, dass so Unebenheiten raus sind. Man hat so ein Glow auf der Hand jetzt. Also gefällt mir richtig gut, werde ich auf jeden Fall mal testen. Dann haben wir hier noch Flyer drin. Ah, hier ist noch so eine Probe von der Moisturizing Cream drin for Dry und Very Dry Skin, also für trockene und sehr trockene Haut. Bin ich auch mal mega gespannt, weil ist absolut meine Beschreibung. Ah, okay, das ist schon die Vorankündigung für die nächste Box. To the Moon und To the Moon and Back. Houston, we've got a box. Im Februar startet unsere My Little Rocket ins All und nimmt dich mit bis zu den Sternen. Wir heben ab in 3, 2, 1. Ja, auch sehr interessant. Und dann habe ich hier noch ein Produkt drin und das ist hier von Biotherm. Die Blue Therapy Accelerate. Das ist eine Creme. Regenerierende, seidegleichte Anti-Aging-Creme, sichtbare Milderung von Zeichen der Hautalterung, täglich abends aufs Gesicht und Hals auftragen. Ja, das ist eine Nachtcreme dementsprechend dann. Die lasse ich aber noch zu, weil ich habe noch genügend Cremes offen und die möchte ich erst aufbrauchen. Aber die wird auf jeden Fall getestet und finde ich echt cool, dass die hier drin ist. Also da freue ich mich schon mega drüber. Und ja, damit ist die Box leer. Sehr überschaubar diesmal, würde ich sagen. Aber an sich wieder ein schöner, cooler Mix und hat mir echt gut gefallen. Und ja, das ist natürlich das Highlight der Box, würde ich sagen. Und ja, bei dem Produkt weiß ich noch nicht so ganz, da ja auch hier drauf steht, dass man die Augen aussparen soll. Da bin ich immer ein bisschen tricky, weil ich gehe mir gerne mit einem Reinigungsgel oder Mousse oder Schaum, gehe ich mir einmal komplett übers Gesicht und wasche es auch dementsprechend ab und gehe da nicht mit einem Waschlappen drüber irgendwie. Muss ich mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Das finde ich auch ganz cool. Gefällt mir echt gut und die Haut fühlt sich hier auch mega weich an. Richtig schön. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Lieben. Tschüss!